zufrieden ist man mit dem Ergebnis? Ja, nach 90 Minuten müssen wir das 1-1 mitnehmen. Man kann schon sagen, dass es schlussendlich auch gerecht war. Ich glaube, es war jetzt nicht dann vor allem die letzten 15 Minuten irgendwie der Fall, dass eine Mannschaft das Tor unbedingt erzwingen hat können. Wollen schon, aber nicht können. Und deshalb drehen wir uns 1-1 und damit müssen jetzt auch beide Mannschaften leben. Warum ist der Spielerische heute ein bisschen auf der Strecke geblieben von beiden Mannschaften? Es war sehr taktisch, sehr zweikampfbetont. Ja, ist natürlich viel am Spiel gestanden. Keiner wollte die Partie natürlich verlieren und dann war es taktisch schon geprägt. Erste Halbzeit waren wir die ersten 15 Minuten sehr unter Druck, da hat Sturm wirklich sehr gut angefangen, da haben wir uns kaum rauskämpfen können und dann haben wir uns gefangen, sind in Führung gegangen, dann haben wir es bis zur Pause sehr gut gemacht. In der zweiten Halbzeit hätten wir ein bisschen einen anderen Plan gehabt, wir wollten Sturm dann noch mehr kommen lassen, weil sie haben wirklich hoch verteidigt und wir hätten ihre Räume besser ausnutzen können. Wir kriegen leider durch einen individuellen Fehler das 1-1 und dann haben wir leider nicht so zulegen können, dass wir das 2-1 erzwungen haben, sicher die eine oder andere Halbchance, die eine oder andere knifflige Abseitsentscheidung, aber es war dann von beiden Mannschaften nicht so der Fall, dass man das ja eine Frage der Zeit war, bis nur ein Tor fällt und deshalb geht es ans Ansatz. Das Führungstor war einstudiert? Ja, natürlich haben wir immer wieder Standardsituationen, die wir einstudieren. Ja, das macht uns ein bisschen aus, dass wir dort die Bälle gut hinschießen. Und ja, wir haben die zweite Stange immer gut besetzt und so ist Tor gefallen. Ja, das war dann gut. Das war witzig, das ist morgen ein ganz wichtiger Tag. Spielt das bei einem Spieler im Hinterkopf irgendwie eine Rolle, dass man sich möglichst gut verkauft, damit halt dann eine positive Stimmung gibt? Ja, sicher ist es bei uns in der Kabine in den letzten Wochen auch ein Thema gewesen. Im Moment war es halt jetzt nicht so rundherum, dass das alles ein Miteinander war, aber es ist halt ein Wahlkampf und deshalb ist es gut, dass er vorbei ist, weil ab spätestens Dienstag muss der Fokus wieder zu 100% am Sport sein. Aber uns in der Mannschaft jetzt im Training oder heute beim Match hat es jetzt nicht belastet und soll es auch nicht belasten. Aber wie gesagt, es ist jetzt gut, dass das dann auch erledigt ist. So, Michael Kramer vielleicht noch ein paar Worte. Ihr habt ihn verabschiedet mit dem Transparenter. Ja, ich glaube, ich bin fast so lange jetzt auch schon da wieder. Michael Kramer, gute 6 Jahre. Und für mich ist er ein riesengroßer Präsident, der wirklich eine Vorbildfunktion hat. Autorität in jeder Situation gezeigt hat. Ja, sehr guter Charakter und immer ehrlich war. Und ich glaube, so stellt man sich auch einen Präsidenten vor. Und es zeigt auch jetzt, wie er abtritt, mit wie viel Stil und warum er abtritt. Ich glaube, das hat er bei seinem Amtsantritt damals auch schon gesagt, dass er 2 Perioden antreten wird. Und das hält er dann auch ein. Und ja, wünsche ihm für die Zukunft alles Gute. Und wie gesagt, für uns als Mannschaft, für den ganzen Verein, war er ein sehr, sehr guter Präsident. Letzte Frage zur Heimserie. Jetzt haben wir wieder keinen Sieg eingefahren. Man hat dann noch das Derby praktisch, wo man doch einiges wieder gut machen kann, oder? Auch zu Hause. Ja, es wieder haben noch nicht so leider. Haben wir zu viele Punkte liegen lassen, ganz klar, das ist das, warum wir heute halt jetzt Vierter im Moment sind. Deshalb reicht es ja nicht, dass wir unter die ersten 3 sind, weil wir da zu Hause zu viele Punkte liegen lassen. Und ja, richtig, jetzt fahren wir nach Linz, wollen dort Punkte mitnehmen. Und dann haben wir natürlich das Derby, das letzte Heimspiel vor Weihnachten, wo wir natürlich wieder angreifen wollen und schauen wollen, dass wir 3 Punkte holen. Und für das werden wir alles da. Danke. Bitte.